Es wird nicht lange dauern. Bitte, setzen Sie sich. Sie halten sich für gerissen und denken immer einen Schritt voraus. Aber das war ein großer Fehler. Die gesamte Wohnung wird von Kameras überwacht. Meinen Sie die hier? Und ich bin immer zwei Schritte voraus. Sie sitzen auf einem Drucksensor. Bewegen Sie sich einen Zentimeter, wird das Ihre letzte Bewegung gewesen sein. Und wenn Sie eines über mich wissen, dann, dass ich nie blöffe. Ich weiß nichts über Sie, aber eins wird mich interessieren. Was muss man erlebt haben, um 23 Menschen ermorden zu können? Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass das nicht das Leben ist, das ich mir als Kind vorgestellt habe? Ich wollte wie Sie sein, auf der anderen Seite. Wirklich? Und was ist passiert? Luis Sandoval. Ich war 9. Als er meine Eltern ermorden ließ. Und das vor meinen Augen. Das ist der Grund. Die Skizzenmorde, die Hinweise, waren gar nicht für uns. Sie waren für ihn? Nur so konnte ich ihn aufspüren. Und uns haben sie benutzt, damit es bei der Presse landet. Ja, aber es hat ewig gedauert, bis ihr Penner das geschnallt hattet. Ach Gott, das erfordert Zielstrebigkeit. Und Entschlossenheit. Ich war nicht entschlossen genug. Heute Morgen hat er mir alles genommen, was übrig war. Sie haben dem Mann eine Nachricht geschickt. Seine Antwort war nur der Anfang. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Oh, ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Doch, das können Sie. Ihre Regierung beschützt ihn. Dieser Teil der Regierung ist außerhalb meiner Reichweite. Es ist die CIA. Ich weiß nicht warum, egal was ich mache. Ich komme nicht weiter und Sie müssen mir glauben. Ich habe es versucht. Seien Sie entschlossener, Agent Ross. Sie haben eine wundervolle Familie. Lassen Sie meine Familie da raus, oder ich schwöre, ich werde... Sie wissen jetzt, was Sie tun müssen. Liefern Sie mir Luis Sandoval. Denn wenn nicht, gehen Sie jede Woche auf eine Beerdigung. Und ich werde erst aufhören, wenn Sie anfangen zu fühlen, was ich all die Jahre fühlen musste. Tut mir leid.